Ha, Lilo, heute noch ein kleiner Nachtrag zu einem meiner letzten Videos. Das zum Beispiel unser Firefox. Wenn man ihn aufruft und ein bestimmtes Add-on installiert hat, nach Italien telefoniert, haben wir letztens in unserem Video zu Everape gemerkt, ne? Ich hatte mich über Secure Information gewundert, ne? Das ist komisch geschrieben hier, das ist italienisch geschrieben. Und da habe ich mal geguckt, wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn dieses? Gut, kommt von NoScript. Ruft diese Seite auf, IP-Echo, das heißt, dort wird, wie, ich sag mal ähnlich wie ist meine IP, meine IP-Adresse dann zurückgeschickt, ne, damit der NoScript weiß, welche IP-Adresse ich jetzt nach außen hin habe. Kann man auch deaktivieren, nur dass man mal weiß, ja, gut, wer NoScript benutzt, telefoniert mit Italien, ja, gut, bei Add-ons vertraut man natürlich immer dem entsprechende Programmierer und der wohnt halt da. Ne? Ist halt jetzt so. Wer das nicht so gut findet, ne, gut, HTTP, da wird nicht nur meine IP übertragen, eine kleine Skript, ja, Bastelei könnte dann auch zum Beispiel meine Bildschirmauflösung, meine installierten Schriftarten, meinen verwendeten Firefox-Webbrowser, mein Betriebssystem und ähnliches preisgeben. Das weiß man ja, das ist ja normal. Gut, also wem es nicht gefällt, mit Italien zu telefonieren, der schaltet entsprechend in seine Firewall das ab, ne? Den secure.information.com oder information.com generell, ne? Weil es halt dem Italiener gehört. Gut, wir telefonieren also weiter mit Italien oder auch nicht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.